Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Starten Sie schon die Erinnerung! Lassen Sie sich Zeit. Durch langsame Bewegungen erregen Sie weniger. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht, entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten.
Altair, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Hätte er besser aufgebaut, wäre das vielleicht nicht geschehen. Diesen Schabernack? Dieser Mann scheint in Eile zu sein. Sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern. Wo rennt er denn weg? Oh. Ja. Ja. Er sollte...
Ein merkwürdiger Mann. Ja. Warum ist er so in Eile? Heide!
Zieh mich, Schafafa! Zieh mich, Schafafa! Ein Assassine! Töte ihn! Ja! Oh! Ja! Ja! Was ist der? Oh! Schnapp ihn! So kannst du mir nicht entkommen! Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert... La colère sera terrible. Je vais détruire toi. Les flammes de l'enfer vont te dévorer. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin.
Gib mich, Papa! Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Ein Mörder läuft frei herum. Huh.
nicht bei Verstand sein. Warum macht er das? Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Du kannst wohl nichts anderes. Du bist dein Gott hat dich verlassen. Haltet ein, bitte, ihr tut mir weh. Du bist kein Mönch, dein Gott hat dich verlassen. Genug gejammert. Du kannst wohl nichts anderes. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hilfe! In Form, du bist ein toter Mann! Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Wer kann so was getan haben? So eine Schande. Ein Böse läuft frei herum. Meine Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Gebt mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Warum hat er das jetzt getan? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Er scheint in Willen. Er wird jemanden verlieren. Ich bin stark in eurem Glauben. Was rennt er so? Ha. Ich bin arg, krank und hungrig. Er muss den Verstand verloren haben. Was stimmt nicht mit ihm? Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Ihr habt hier nichts. Ein Assassine! Bring euch zur Strecke! Damit kommt ihr nicht davon! Was ist geschehen? Er bringt euch zur Strecke!
Ihr könnt mir nicht entkommen! Da! Da ist er! Nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Was tut er? Nein, ihr verliert das nicht. Kein seltsamer Mann. Sein. Gute Güte. Seltsam. Warum macht er das? Was fehlt ihm denn? Wäre es nicht lustig, wenn er mich erreichen würde? Nein, ihr versteht das nicht. Kommt nicht näher. Assassine! Er hat gemordet! Zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ach,
alle aufhören. Thief! Das wird dich lehren zu stehlen! Nun, warum tut er das? Ihr dürft nicht hier sein. Du dreckiger Dieb! Dafür hat ich dir die Hände an! Bitte! Ich kann nicht mehr! Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Oh nein, wie schrecklich. Lieber Gott, ein Affe! Diene! Ich komme näher! Aus dem Weg! Jetzt versteckst du dich, aber du wirst wieder auftauchen. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Bevor ich euch wegjagen muss. Aber ich brauche doch Geld her. Ich bin arm, krank und hungrig. Er wird jemanden verletzen, ich weiß es.
Habt ihr etwas zu sagen? Stirb! Ha! Ihr wagt es vor meinen Augen! Du gehörst mir! Wie sollte das passieren? Nicht, was sie von mir wollten, aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann, aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Guter Krieg, es sind wirklich düstere Tage. Das ist ein böses Omen. Zutritt verboten! Hinfort mit euch! Garnier von Nablus ist ein guter Mann. Er möchte euch helfen. Er hat einen Eid geschworen, zu helfen und zu heilen. Fährt euch fort! Geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Wer kann sowas getan haben? Ich bin bei euch. Ich bin sofort da, keine Sorge. Das ist furchtbar. Flüchtet er vor jemandem? Dafür hacke ich dir die Hände aus. Er wird so sterben. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr nicht gehandelt. Wo hast du dich ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Hier drüben!
Ein Assassine! Tötet ihn! Was fehlt Ihnen denn nur? Seltsamer Mann. Was tut er? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Er sollte aufhören, sich zu erschlagen. Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Vertrieben sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden zurück und betteln bei Saladin um Schutz. Nur, dass er sie nicht... zu schützen vermag. Niemand kann der Macht von König Richard Heer
Heerscharen widerstehen. Was denkt sich dieser Mann? Er wurde von Gott entsandt. Es ist nur Warum eine würde Frage so etwas der Zeit, tun? Freunde, bis das ganze Land wieder das unsere ist. So, kommt nicht näher. Seid vorsichtiger. Nein, ich was tut ihr? Ich bin arm, Herr. Ich brauch doch Geld. Kocht jemand etwas? Stirb, du Dieb. Bitte helft mir. Hilfe. Du dreckiger Dieb. Wir haben dir die Hände ab. Hier wirst du sterben. Nicht entkommen. Hier sind auch noch die Du gehörst mir! Stirb, Heide! Das war pures Glück! Nein, wir haben gerade jemanden gefunden! Ich hol mir deinen Kopf! Wie ist das möglich? Von mir wollten, aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann, aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Was? Was ist passiert? Meine Güte, was ist hier passiert? Nicht noch alle. Er wird noch niemand. Er scheint in Eile zu sein. Seltsam. Nun, warum tut er das? Himmel, was tut er bloß? Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Soeben in jemanden hineingerannt. Wo steht der Motiv? Hilfe! Kommt mir denn keiner Warum hin? Warum muss er so? Vorsicht jetzt! Hier, wirst du sterben! Danke euch! Danke euch! Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich! Hier ein Mörder in der Nähe.
Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Bestellt euren Acker. Helft den Verwundeten. Da. Wir müssen nur darum bitten. Und so sage ich euch, bereut, legt euch vor ihm nieder und gesteht eure Sünden. Oh. Ich bin nicht falsch gemacht. Sagt es mir doch. Finale hat ihre Schuld. Er ist doch zu sterben. Er wird überhaupt nicht stehen. Was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremde. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Was mag hier vorgefallen sein? Was ist das? Erscheint. Gütiger, das hat sicher weh getan. Super, ja. Nein, ich bin nur ein Fremder. Warum würde jemand so etwas tun? Ah, Altair. Ein Vögelchen hatte mir euren Besuch angekündigt. Al-Mualem hat die Hinrichtung von Garnier von Nablus angeordnet, also bin ich hier. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Er ist der Großmeister der Hospitaliter. Und sein Quartier befindet sich in ihrem Viertel. Mehr vermag ich nicht zu sagen. Erkundet die Stadt und seht, was ihr erfahren könnt. Sagt mir, wo sie sich versammeln und ich sehe, was ich finden kann. Die städtischen Gärten im Norden wären so gut wie jeder andere Ort, um eure Suche zu beginnen. Im Nordwesten liegt ein verlassener Marktplatz. Und die Kirche der Heiligen Maria von Josaphat ist ein beliebter Versammlungsort. An diesen drei Orten solltet ihr finden, wonach ihr sucht. Ich weiß diese Information zu schätzen, Rafik. Ich werde sie weise nutzen. Ja, tut das. Habe ich noch nie gesehen. Was zum Teufel macht er da? Schande über Saladin! Schande über dein ganzes Volk! Wir kamen in Frieden in das heilige Land, um die Botschaft unseres Herrn zu verbreiten. Doch sie wendeten sich ab! Weigerten sich, ihn als ihren Erlöser zu erkennen! Diese Männer führen das Böse in ihren Herzen! Gebt nicht auf! Gebt ohne unsere Hilfe auf! Und
Wir müssen alles tun, um zu unterstützen. Bestellt euren Acker. Helft den Verwundeten. Betet. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Nicht auf ihre Lügen. Vergiftete Worte, die nur Stab der Verwirrung säen. Solltet ihr euch versucht fühlen, geht und betet. Bittet Gott um seine Führung. Wir warfen sie aus Arkon und vertrieben sie aus den umliegenden Landen. Nun ziehen sie sich in den Süden zurück und betteln bei Saladin um Schutz. Nur, dass er sie nicht zu schützen vermag. Niemand kann der Macht von König Richards Heerscharen widerstehen. Er wurde von Gott entsandt. Es ist nur eine Frage der Zeit, Freunde, bis das ganze Land wieder das unsere ist. So, wie es vorherbestimmt ist. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. So ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Kam es an den Grund für diese Tat? Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude! Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Halt! Ihr dürft nicht passieren. Ich habe Hunger, nur ein paar Minuten. Nun, warum tut er das? Ob er wohl einen Grund für seine Taten Nein, hat? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Er wird sich noch verletzen. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Was stimmt nicht mit ihm? Ob er einen Grund dafür hat? Warum tut er das? Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Warum macht er das?
lustig, wenn er sich verletzen würde? Warum tut er das? Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur um ein paar kleine Münzen. Immer muss ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Was stimmt nicht mit ihm? Ein seltsamer Mann. Zurück? Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern, aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Bitte, Herr, hat er nicht Gott, er wird noch jemanden verletzen. Was denkt dieser Mann nur? Er hat gar nicht hingesehen. Nirgendwo sah ich einen solch skrupellosen Mann. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Ihr dürft nicht hier sein. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Lieber Gott, ein Assassine! Kommt nicht näher. Ich hoffe, dass keiner verletzt wurde. Was ist euer Begehr? Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Warum würde jemand so etwas tun? Hier drüben! Ein Assassine! Tötet ihn! Warum kommt er nicht raus zum Spiel? Dort! Gib nach! Ihr kommt mir bekannt Gib vor. Mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst.
Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. Ihm nicht helfen. Tod, du wirst ein Blut! Bring dich zur Strecke! Ihr wagt auf euch einzumischen? Euch hol ich mir! Er wird sich noch verletzen. Und wenn das... Hin sein. Garnier, hört eure Rufe! Und nur schwer! Ihr sagt, er wendet euch den Rücken zu. Aber das ist ungerecht, unwahr! Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten! Garnier, hört eure Rufe! Eure Beschwerden! Ihr sagt, er wendet euren Leiden den Rücken zu. Aber das ist ungerecht! Unwahr! Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Ich was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert, um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht, was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig.
Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum, geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Nun, warum tut er das? Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Altair! Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Der Narr hat wohl den Verstand verloren. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken.
was er damit erreichen aber will. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm. Flüchtet er vor jemandem? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? So ein Narr. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein vielleicht wird er von jemandem was. In Gottes Namen treibt er da. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akron, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Ein seltsamer Mann. Warum tut er das? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Oh! Er sollte damit aufhören. Könntet ihr vorsichtiger sein? Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, alles wird wieder gut. Nein! Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Reißt euch zusammen!
Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Bin fort, Bettler. Meine Beine! Scheusal! Ihr habt mir die Beine gebrochen! Nur zu eurem Besten! Ihr wolltet fliehen? Vor ihnen? Vor mir selbst! Eines Tages werdet ihr darüber lachen! Ich töte euch! Das bezweifle ich! Das heißt, ihr könntet wieder fliehen. Erstaunlich. Schon so lange. Fast vergessen. Wunderbar, nicht? Verstehe nicht. Warum habt ihr mir geholfen? Weil es sonst niemand getan hätte. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heil? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Heide, dafür wirst du sterben! Ja,
Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein. Ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten, wenn sie wegen ihnen ihre... Bringt ihr neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohung und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair,
Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen... Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Haltet eure Klinge nicht einfach! Werdet eins mit ihr! Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Was tut er da? Lasst euch nicht ablenken. Stellt sicher, dass euer erster Angriff der letzte ist. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Was bringt einen dazu, sich so abzuhalten?
für diesen Schabernack? Ihr habt mich ordentlich... Was bringt ihn dazu, das zu tun? Jemand sollte ihn aufhalten, bevor er sich verletzt. So ein komischer Kauz. Warum tut er das? Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten Wache beobachtet wird. Er rennt noch jemand um. Tötet ihn! Bleib weg von mir! Thank you.
Tötet ihn! Schafft ihn! Das wird dir nicht passieren. Tötet ihn! Thank you.
Ja. Dafür wirst du bezahlen! Er rennt in eine Sackgasse, das Lassen Sie sich Zeit. Durch langsame Bewegungen erregen Sie weniger Ungewollt.
tut er da? Wir können tun, was wir wollen. Du willst sterben! Alles an! Merke dich, Kisten! Oder Kinder kann an, dann darfst du! Ei, Johann Käfer! Mott! Ich kann nur so, wenn ich besiegen zu können. Du entkommst mir nicht! Ja, solange du noch kannst. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Dunkle Tage. Mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Kommt Wer nicht kann mehr. Sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt euch. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nahrung ist rar, das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Talal versteht euren Schmerz. Er wird euch geben, was euch fehlt. Das Geld knapp, aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu...